Wenn es um einflussreiche Gitarristen geht, dann denken viele erstmal an B.B. King oder Jimi Hendrix und so weiter. Die wenigsten denken dabei an den Namen Mabel Carter, wobei sie wohl eine der einflussreichsten Gitarristinnen überhaupt ist. Sie hat die komplette Country-, Bluegrass- und Folk-Szene beeinflusst, aber auch Musiker wie zum Beispiel Mark Knopfler. Die Spielweise, um die es im heutigen Video geht, wird Carter Scratch oder auch Carter Picking genannt. Was, wo, wie, warum und so weiter gibt es in dem Video. Los geht's. Vorab, die Tabulatur zu diesem Video und zu vielen meiner anderen Videos gibt es auf meiner Lernplattform. Dort kannst du dir einen freien Account anlegen, nur mit Name und E-Mail-Adresse. Der Link ist unten in der Videobeschreibung und auch da oben im Eck. Also, man muss dazu sagen, Mabel Carter hat diesen Stil jetzt auch nicht komplett erfunden, sondern sie hat diesen Stil halt bekannt gemacht. Also das ist eine Weiterentwicklung aus vielen vorhergehenden Generationen. Mabel Carter war quasi so mit der Kopf der Carter Family und ihre Tochter June Carter war die Ehefrau von Johnny Cash. Mabel Carter war also die Schwiegermama von Johnny Cash, was man übrigens auch im Spiel von Johnny Cash immer wieder hören wird. Mabel Carter hat also bei der Carter Family gespielt, da hat die ganze Family Musik gemacht. Das war eine Country-Band, also hauptsächlich eigentlich eine Gesangstruppe und Mabel Carter und ich glaube auch andere haben das halt dann irgendwie nur begleitet. Und die Band war so in den 1930ern und 1940ern ziemlich bekannt. Ja, und sie hatte ebenso die begleitende Rolle und dabei war die Besonderheit, dass sie in der Begleitung mit dem Daumen die Bässe gezupft hat, mit dem Zeige- und mit dem Mittelfinger, aber dann mehr oder weniger so eine Schlagbegleitung gespielt hat. Also sowas da. Und mit dem Daumen dann halt die Bässe gezupft. Ich nehme jetzt einfach mal einen C-Akkord. So in diese Richtung. Sie hatte damals ein, na, ich versuche es mir hier zu holen, ein Daumenplektrum verwendet, also einen wirklichen Pick am Daumen, aber auch Metallpicks an Zeige und Mittelfinger. Das hat einfach nur den Grund gehabt, wenn man mal hierher hört, ich spiele den Daumen und jetzt spiele ich das Ganze mal mit dem Plektrum. Ich kriege durch das Daumenplektrum einfach ein bisschen einen klareren Basssound hin und vor allem auch mehr Lautstärke. Und deswegen auch die Fingerpicks, die eigentlich die Banjo-Spieler haben, am Zeigefinger und am Mittelfinger. Sowas habe ich jetzt nicht da, kann ich leider nicht demonstrieren, aber dadurch kriegt das Ganze halt einfach viel mehr Lautstärke. Und warum braucht es diese Lautstärke? Ja, weil damals ohne Verstärkung gespielt wurde und gegen so eine, was heißt gegen, aber so eine ganze Gesangstruppe dann zu begleiten, ohne irgendwas ist natürlich ziemlich leise. Deswegen ist es cool, wenn man irgendwie die Möglichkeit hatte, das Ganze lauter zu machen. Der Carter Scratch genannt, also Scratch eben durch dieses Geräusch hier, viele nennen es auch Carter Picking, funktioniert aber auch ohne. Also ich spiele das Ganze gern einfach nur mit den Fingern. Man kann auch eine Mischform machen, dass man sagt, ich spiele es mit dem Daumenplektrum. Man kann es theoretisch diesen Stil aber auch mit dem Plektrum imitieren. Und das ist genau das, was auch dann danach passiert ist, dass viele sich diesen Style angeeignet haben, aber halt eben in ihrer eigenen Version. Passiert ja ständig in der Musik, dass irgendwelche Ideen, die mal da sind, weiterentwickelt werden. Ich zeige die Technik jetzt erstmal ohne Plektrum und schreibe auch dazu auf, was ich mache. Also, wichtig ist erstmal, wir haben einen Viervierteltakt, das heißt, ich schreibe mal 1, 2, 3, 4. Sorry, ich schreibe immer ein bisschen hässlich. Kann ich nicht ändern. So. Ich schreibe mal nur das Rudimentäre hier auf. Und zwar 1, 2 und 3, 4 und. So, und jetzt male ich mal hier drunter ein B. Das ist jetzt keine offizielle Schreibweise. Aber ich zupfe jetzt quasi auf die Zählzeit 1 und auf die Zählzeit 3 den Bass an. Ich nehme jetzt mal einen A-Moll-Akkord. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, und was ich jetzt mache, ich mache jetzt hier auch mal ein größeres als Zeichen, das ist nämlich jetzt betont. Ich spiele auf die 2 und auf die 4 mit dem Mittelfinger auf den hohen Saiten nach unten. Mabel Carter hat
Zeige und Mittelfinger genommen die meiste Zeit. Kann man auch machen. Ich für mich habe gemerkt, ich bin da am flexibelsten und bei mir klingt es am besten, wenn ich das mit dem Mittelfinger mache. Du kannst es nur mit dem Zeigefinger machen, du kannst es mit beiden machen, du kannst es mit dem Ringfinger machen. Keine Ahnung, wie es dir halt einfach besser gefällt. Und dann mache ich das jetzt mal auf 2 und 4. 1, 2, 3, 4. So, und jetzt kann ich auf die 2 und auch auf die 4 und einen Aufschlag machen. Und das mache ich jetzt mit demselben Finger, indem ich hier so leicht nach oben ziehe. Wichtig ist, nicht den da machen, sondern wirklich so aus den Fingergelenken hier raus. Versuch, dass da die Hand so wenig wie möglich große Bewegungen macht. Ich mach das mal. Das war jetzt schon zu viel, sorry. 1, 2 und 3, 4 und so ist es. So, was ich jetzt noch gerne mache, ist, ich spiele gerne noch hier auf die 3 und. Also ich male mal die Uns dazwischen ein. Auch auf die 3 und spiele ich jetzt gern noch einen Aufschlag. So, ich male mal die Zeichen dazu. Das da bedeutet, ich spiele von oben nach unten. Das mache ich mit dem Daumen eigentlich in dem Fall, aber ich schreibe es trotzdem mal dazu, weil ich es später auch noch mit Plektrum zeige. Und dann haben wir hier quasi Abschlag und das V bedeutet, ich spiele von unten nach oben. Also das heißt, ich habe 1, 2 und 3 und 4 und das lasse ich jetzt mal laufen, ganz locker und jetzt mache ich mal ein bisschen Tempo. Und das groovt schon total cool, finde ich. So, und jetzt kann ich das mal auf C machen. Ups, sorry. Gustav und A-Moll. Yes, richtig schön. Und jetzt führe ich das Ganze mal noch weiter. Was mache ich jetzt? Ich spiele auf 1 immer den Grundton, auch den Bass ganz normal, und auf die Zählzeit 3 spiele ich jetzt nicht den Grundton, sondern den Wechselbasston. Das ist die Quinte vom Akkord. Und in dem Fall beim A-Moll-Akkord wäre es jetzt quasi die leere E-Seite. Beim C wäre es der Ton G, das heißt, da greife ich mit dem Ringfinger hier nach oben. Und beim G-Akkord ist es die leere D-Seite. Und dann haben wir jetzt quasi eine Wechselbassbegleitung. Das da. Und drüber dann eben diese Akkorde. Und das finde ich klingt richtig cool, als würden zwei Gitarren spielen. Ich mach das mal. 1, 2, 3, 4. Und da kann ich mich jetzt natürlich richtig austoben. Das heißt, ich kann jetzt mal hergehen und kann sagen, hey, wie klingt das denn, wenn ich ein Daumenplektrum habe? Klingt es, wenn ich die Bässe abdämpfe? Oder wie klingt das Ganze, wenn ich es mit Plektrum spiele? Ups. Das ist jetzt nur mal die rudimentäre Technik, die rudimentäre Carter-Scratch-Technik. Wenn dich solche Stile interessieren, also verschiedene Möglichkeiten, wie man begleiten kann, dann kann ich jetzt endlich ankündigen, es wird im Oktober einen komplett neuen Kurs von mir geben. Der wird da zum ersten Mal veröffentlicht, und zwar der Begleitfuchs. Und da geht es genau darum, dass man sagt, hey, ich habe verschiedene Stile und wie kann ich meine Begleitungen auf der Akustikgitarre
interessanter gestalten. Viele nennen es immer dasselbe Lagerfeuergeschrammel. Und da will ich eben zeigen, welche Möglichkeiten man hat, interessanter zu begleiten. Man kann sich das Ganze so ein bisschen wie ein Stillexikon vorstellen. Da gibt es dann irgendwie so den Rock-Pop-Stil, den Carter-Scratch-Stil. Also es gibt bis zu 20 verschiedene Stile und jeder einzelne Stil ist eigentlich so ein kleines Modul zu dieser Stilistik. Welche Zählzeiten werden betont? Wie kann ich Bassdurchgänge mit reinbauen? Was kann eine zweite Gitarre dazu spielen? Also es wird ein sehr umfangreicher Kurs zum Thema Begleiten und eigentlich steckt da alles drin, was ich an Begleitung cool finde, wo ich sage, hey, das ist es wert, dass man da Lessons dazu macht, um wirklich schöne, interessante Begleitungen zu spielen, fernab von nur immer Auf- und Abschlägen. Das Ganze mit Plektrum, ohne Plektrum, gezupft, geschlagen und so weiter. Also da wird wirklich so meine ganze Bandbreite abgedeckt, was Begleiten betrifft. Man kann sich in eine unverbindliche Warteliste eintragen. Die ist unten in der Videobeschreibung. Ja, Anfang Oktober geht's los. Wenn du da in der Warteliste drin stehst, dann kriegst du auch rechtzeitig die ganzen Infos dazu. Okay. Aber den Carter Scratch kann man natürlich auch noch erweitern und es gibt eigentlich noch eine Sache, die den Carter Scratch so besonders macht oder noch besonderer. Aber vorab gibt es nur zu sagen, es wird auch oft Carter Picking genannt und es ist ja eigentlich kein wirkliches Fingerpicking, weil ich kriege öfters mal unter meinen Videos Kommentare, hey, ist Travis Picking dasselbe wie das Carter Picking? Das Travis Picking ist ja ein reines Fingerpicking, wo wirklich nur gepickt wird und Carter Picking, ursprünglich Carter Scratch, ist quasi eine Mischung aus, ich pick mit dem Daumen die Bässe und spiele aber dann quasi den Scratch, also dieses Geräusch hier, ist kein reines Fingerpicking. Und was Mabel Carter eigentlich gemacht hat, sie hat nicht nur Wechselbässe gespielt, sondern sie hat oft Melodien in den Bass gelegt. Und das war zu dem Zeitpunkt dann doch irgendwie ein bisschen neu, dass man wirklich nicht nur Durchgänge, sondern wirklich ganze Melodien im Bass gehabt hat und das eröffnet komplett neue Möglichkeiten. Ich nehme jetzt mal die Akkordfolge von vorher und versuche mal einfach ein bisschen Bassmelodien mit rein zu improvisieren, dass du davon Vorstellung kriegst, wie das Ganze klingt. Auch das werde ich dann in den Tabulaturen auf meiner Lernplattform mit reinpacken. Günther, mein Kollege und Kumpel, hilft mir immer, das Ganze rauszuschreiben. Sorry dafür, das war jetzt ziemlich wirr. ich wünsche da an der Stelle viel Spaß, das rauszuschreiben. Sorry dafür. Ich habe mir vorher nichts Genaues überlegt und jetzt ist es irgendwie echt ganz schön wild durcheinander geworden. Aber ich glaube, man hat an der Stelle gesehen, dass es möglich ist, hier Bassmelodien einzubauen. Ja, wenn du das Video bis hierher geschaut hast, bin ich mir sicher, dass auch das Video für dich interessant sein könnte. Das ist ja auch so eine Art zu begleiten oder so eine Technik, die im Begleiten immer wieder mit reinkommt, die Klacktechnik. Ansonsten freue ich mich, wenn du das Video mit Freunden und Bekannten teilst. Wie immer gerne Daumen nach oben, einen netten, freundlichen Kommentar, gerne auch Kritik, aber dann auch freundlich. Und ansonsten gerne bis nächsten Freitag. Schönes Wochenende.